Und damit herzlich willkommen zur 10. Staffel von Workers and Resources Soviet Republic zur Jubiläumsstaffel. Mein Name ist der Ed, falls ihr mich nicht kennt. Ihr seht das Ganze hier auf YouTube und auf Twitch. Es wird nämlich live aufgenommen sozusagen mit der Community zusammen. Ja, aufgrund der von Mod-Komplikationen musste ich leider neu starten. Das bedeutet natürlich, wie gesagt, jetzt im Anführungsstrichen nur noch eine Staffel, alles in einem Rutsch sozusagen. Und ja, wir spielen auf einer neuen Karte, auf der Tiger with More Resources Karte. Natürlich wird das alles verlinkt, das kennt ihr ja schon, inklusive der Mod-Kollektion, die jetzt deutlich verschlankt ist. Und das ist halt unsere Karte. So viel, so gut. Wie ihr seht, es ist schon 21. April. Das heißt, ich habe ein bisschen was gemacht auf der Karte. Ging leider nicht anders. Unter anderem hier noch ein paar Häuser hingesetzt schon mal. Sprich, nochmal Grenzübergänge hingepackt. Also nichts weiter gebaut. Noch keine Stadt oder sonst was. Wie gesagt. Also, wir schauen uns mal die Ressourcenlage an, würde ich mal behaupten. Und zwar hat der Ersteller der Map das Ganze so gehandhabt, dass zwar viele Ressourcen da waren. 23, was? Jänner ist. Okay. Wie gesagt, die Ressourcen waren zwar großzügig da, aber dünn gesät. Sprich, sie waren, nicht dickflächig. So, bitte kann mal einer den Typen da rauskicken. Nas Felipe. Bitte. Danke. Sowas möchte ich hier nicht sehen. Einer meiner Mods. Wäre nice. So, wie gesagt. Ressourcen schauen wir uns mal an. Gucken wir uns mal die Kohlelage an. Ihr seht, das sind die Kohlegeschichten. Da haben wir unsere Kohleressourcen. Im gleichen Atemzug haben wir daneben auch. Ihr seht auch da, wo es so gesprenkelt ist, das ist vom Original. Ich habe es halt, wie gesagt, ein bisschen ausführlicher gemacht, weil sonst haben wir ja echt, ne? Da haben wir die Ölsachen. Uranerz haben wir nicht so viel, brauchen wir auch nicht so viel. Und Bauxit. Dankeschön, Tom. Vielen lieben Dank. Ich denke, das zum Thema Karte. Guck mal das gerade mal an hier. Oh, das mit dem Canyon hier sieht nice aus. Muss ich ehrlich sagen, das sieht echt schon schön aus. So. Das bedeutet, wir starten mit unserer ersten Stadt, mit unserem ersten Stadtkern. Jetzt gucken wir mal. Ich würde natürlich optimalerweise es bevorzugen, wenn wir gleich in Richtung Westen auch noch expandieren könnten. Alles gut, Tom. Hast du gut gemacht. Vielen Dank. Such jetzt mal eine Sache im Westen. Okay, hier haben wir nochmal Russisch. Hier wäre dann der Westen. Hier wäre dann ein Übergang in den Westen. Alter, mit Bergmassiv dazwischen, ey. Pff. Alter Falter, ey. Das ist schon wieder so eine harte Sache hier. Eine harte Nuss. Suchen wir uns mal einen Standort, aber relativ flach hier. Naja, relativ ist gut. Warte mal, Topo. Bau auf dem Berg. Nee, nicht am Anfang. Nicht für die erste Stadt. Das kann ich nicht machen. Dann sind wir schneller pleite, als uns lieb ist. Ich meine, den Canyon hier finde ich ja schon ganz geil und so, ne? Das ist schon echt geil gemacht. Ich brauche auf jeden Fall am Anfang Kohle oder Öl. Wobei Kohle deutlich günstiger ist. Kohle haben wir hier. Das würde sogar gehen. Könnten wir uns hier ranholen. Mal ganz kurz gucken. Kohle haben wir hier großzügig. Es müsste eigentlich gehen. Könnten wir hier echt abbauen. Kohle direkt dann hinpacken. Hier werden wir uns niederlassen. Am Anfang. Berge sind doch egal. Ihr müsst doch... Nee. Ich werde die nicht alles ein. Ich kann dieses Massiv hier nicht... Nacht machen. Ich kann doch nicht diesen ganzen Berg hier versetzen. Ja, ich werd natürlich hier versuchen, Minen ranzubauen und so weiter. Aber mal sehen. Lass mal kurz gucken. Also wir sind hier, das hier wäre ja noch, da könnte man ja noch, und hast du nicht gesehen, dass da direkt hinfahren, das wäre gar nicht so verkehrt. Oder haben wir noch eine bessere Stelle? Was haben wir denn hier hinten? Da wäre Öl, da haben wir keine Kohle, aber relativ flach, das wäre dann weiter weg. Dann haben wir hier dieses
hätten wir hier ein Kohlegebiet. Eigentlich noch ein bisschen besser von der Topografie her. Könnten wir auf jeden Fall besser wegfahren. Und ja, das weiß ich. Das weiß ich. Also es ist eigentlich besser, wenn wir hier anfangen. Habe ich gerade festgestellt. Denn wir haben hier genug Platz. Danke, Don. Wir haben hier genug Platz, hier können wir die Kohleindustrie aufbauen und uns in die Richtung dann fortbewegen. Ist natürlich auch ein relativ weiter Weg, seit denn... Oh, da hinten haben wir die... Das ist auch gut. Da hinten haben wir gleich die amerikanische. Wir können in beide Richtungen gehen. Das ist gut. Hier ist echt gut. Hier werden wir anfangen. Das ist ein guter Platz hier. Sieht auch idyllisch aus. Gut, gut Platz. Max, hau dich hin, Dicker. Leg dich doch mal hin. Ohne alles zu verschieben. Danke. Leg dich hin, Dicker. Komm, Max. Leg dich hin. Wie der Hund einfach mal Was? Ed lässt das immer... Nee. Hä? Wieso? Wie kommst du denn darauf? Wie kommst du denn darauf? Eine Karte können wir... Wie gesagt, hier haben wir unsere Ressourcen. Das passt soweit. Also, pass auf. Ich muss erstmal einen Plan machen. Erstmal brauche ich das... Ah, das ist ja wie für mich gemacht hier. Das ist ja schon mal sehr gut. So, pass auf. Fangen wir mal an. Das Ganze natürlich nicht mit der Bauindustrie, sondern eigentlich müsste ich mit den fossilen Brennstoffen anfangen, mit Kohle. 100%. Der schafft 10 Arbeiter. Kohlemine. Kohlemine, 300 Arbeiter, 5 Tonnen Kohleerz. 4,2, 4,5. Ed und Plan. Es wurde sich aber beim letzten Mal gewünscht, ich soll ja diese Kohlemine machen. Diese Kohlebagger. Ne? Finde ich gut. Können wir machen hier. Ist überhaupt kein Problem. Wir brauchen erstmal. Mach mal mit Planung. Mach eine Solaranlage. Eine Solaranlage soll ich machen. Hier wäre auch noch, das ist okay. Solaranlage. Dann brauchen wir ein paar Leute, die können wir dann daneben hinbauen. Ich drehe das mal. 100% wollen wir hier 100% aus. Also 10 Leute, die wir hierher packen können, das ist okay. Haben wir gleich ein paar Arbeitskräfte. Denken und planen ist nicht so deine Stärke. Eigentlich. Ja, ja, ich weiß. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Wie gesagt, es ist ja nur ein Plan. Es ist ja nur der Plan. Ah, ich weiß ja, wie es gemeint ist bei Don. Passt schon. Ich sehe das so relativ easy. So, warte mal, machen es mal anders. Wir planen vor. Ist aber die Wahrheit. Wie gesagt, wir planen vor. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir hier Energie dann ranbekommen. So, machen wir mal so. Wie gesagt, das ist ja nur ein Planungsmodus. Es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Wie gesagt, man fängt immer meistens an mit Kohle. Nehme ich auch den Bagger. Dann kann ich den hier nämlich anklemmen. Das reicht die Straße nicht. Nicht weit genug gemacht. Hier ist der fängt schon wieder gut an hier. Ich bin schon wieder... Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös gerade. Warum auch immer. Eigentlich müsste ich mittlerweile so viel Routine haben. Aber es ist wirklich gerade... So, ich versuche mal darauf zu achten. Dreh. Aha. Warte mal, irgendwas stimmt doch nicht. Der hat doch 2 Ausgänge. Warum ist denn... Hä? Achso, das ist... Ah. Dein Hund brennt? Nee, mein Hund brennt doch nicht. Wie kommst du auf so einen Quatsch? Wie kommst du denn auf sowas, dass mein Hund brennt? So, jetzt passt das. So, dann suchen wir mal hier. Guck mal, da überschneidet er sich mit einem Punkt. 99%. Wir wollen natürlich 100%. Ist ja logisch. Hm. Wo müsste das packen? Oder meinst du, meine Lunte brennt?
Kann ich noch ein bisschen rüber? Ja, so können wir auch verschieben. Maus nicht bewegen, sondern einfach nur die Kamera. Dann haben wir relativ auf Augenhöhe. Ein Stückchen kann er noch runter. So, ich versuche das ja möglichst parallel zu bauen, aber das ist ja immer so ein bisschen schwierig. So, zwei Bergbaubagger haben wir schon mal. Das passt, das ist okay. Damit kann ich schon mal arbeiten. Das ist schon mal nicht so verkehrt. So, dann, ihr wisst, ich baue immer ein Lager dazwischen. Das mache ich grundsätzlich. Hurra, die Hexe brennt. Nein, hier brennt keine Hexe. Hier brennt keine Hexe. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Das ist ein bisschen stressiger für mich. Laden, Entladen, Lagerung. Da fehlt... Ich sehe gerade, mir fehlt jetzt schon... Ne, Flachslager haben wir. Habe ich drauf. Okay, passt schon. Flachslager ist in Ordnung. Habe ich drauf. Das ist soweit okay. Müsste gehen. Ach, ich sehe gerade, die hätte ich sogar spiegeln können, die beiden Bagger. Dann hätte ich die besser packen können. Komm, das machen wir anders. Kostet uns ja nichts. Wir nehmen nochmal den Bagger weg und spiegeln den. Das kann man ja Gott sei Dank. So, warte. Drehen, dann haben wir so. Und jetzt drücken wir die Taste T zum Spiegeln. Dann drehen wir wieder. Dann haben wir die nämlich außen. Dann sieht das nämlich besser aus. So, stopp. Ah, ein bisschen. 100% haben wir auch. Das ist okay. Ich versuche, das zu treffen. Aber das Schild, was davor ist, macht es mir gerade nicht leicht. So, haben wir es. Ungefähr. Glaube ich. Sollte passen. So. Jetzt können wir das Lager bauen. Wo bist du denn? Immer auf meine Mods. Wie gesagt, nicht mehr ganz so viele. wo bist du denn? Nee, warte mal, Flachslager, das große wollte ich haben. Flachslager Small, Flachslager, genau, das wollte ich haben. Wie war das? Ich wollte nicht mehr so groß bauen, ne? Ja, was das angeht, nicht. Industrie baue ich immer noch groß. Groß und gerne. Industrie ist irgendwie so mein Ding. Keine Ahnung wieso. Ist ja süß. Okay. Großer. Hier, Flachslager. Der hat 40.000 Tonnen. Genau das will ich haben. Think big. Was die Industrie angeht, think big. So. Ja, es ist geplant, dann können wir da rüber gehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt relativ mittig ist. Ich will jetzt aber auch nicht abzählen. Ich mach jetzt, schätze jetzt einfach mal, dass es relativ mittig ist. Nein, es heißt Flachlager. Hast recht, hast recht. Ich habe immer Flachslager gelesen. Hast recht, es ist ein Flachlager. Danke, Turm, Nachtmacher, Entschuldigung. Ich bin schon wieder durch, Leute. Ich bin schon wieder komplett durch heute. Es ist wieder soweit, ne? Es ist wieder soweit. Ah, es ist... Sorry. Sorry, es ist soweit. Alter, ey, was ist denn los mit mir heute? Mann, Mann, Mann. Und ich habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken heute. Ja, ich weiß. Sorry. Mea culpa. Oder ein Pipeline-Motor. Dann nehme ich meine Beliebten hier. Sind eigentlich ganz cool. Ja, das könnt ihr gut. Das ist wohl wahr. Das habt ihr wirklich gut drauf. Das passt schon. Überlege ich gerade mal. Denken, planen und lesen. Ja, das kannst du vergessen. Das ist drei Sachen auf einmal. Das ist zu viel. Das ist too much. Das schafft ein Ed nicht mehr heute. Weißt du, ich bin so ein Auslaufmodell. Er braucht für alles ein bisschen länger. Überlege ich gerade mal.
Na, mobbt ihr noch schön? Ja, guten Morgen, Lukas. Du hast schon so einiges verpasst, ey. Du hast schon wieder so einiges verpasst. Muss ich ja ehrlich sagen. Dreh? So, jetzt machen wir dasselbe auf der anderen Seite. Ich drehe das in die Richtung. Versuch wirklich schön zu bauen. Ich versuche es. Denken und planen und mehr als eine Taste für das Spiel. Oh Lord. Ja, ich hab euch auch alle gerne. So. Das ist geil. Overlord. Alter, ey. Es ist schon wieder soweit. Es geht schon wieder gut los heute Morgen. Ah, aber wir kriegen das hier hin, ne? Wie gesagt, mit Plan und Verstand. Das ist korrekt, ja, das passt. Ed und schön bauen klappt nix. So, aber guck doch mal, ist doch akkurat, ey. Das ist doch richtig akkurat hier, was der Ed hier baut. Ne? Das ist doch nicht schlecht. Ich denke mal, die Straße können wir schon mal bauen. Quatsch. Schade, dass man hier keine Trecker rückwärts fahren kann. Ja, das wäre fies, oder? So. Der Stream geht seit 30 Minuten. Das ist dein Erfolg. Respekt. Hey, Moment. Davon waren 22 Minuten Einleitung, Begrüßung und Anmod. Also, das dürfte mir nicht vorwerfen. So, wir haben immerhin schon mal eine Straße gebaut. Das ist doch schon mal was. So. Also. Jetzt gucken wir mal. Machen wir mal weiter jetzt. Na, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt machen wir mal wirklich gesittet weiter. Jetzt machen wir mal. Danke. Jetzt machen wir mal hier mit Plan weiter. So, immer noch Kohle. Ich brauche Kohleverarbeitung jetzt am besten. Ah. Cooking Plant. Ist auch nett, aber da brauchen wir wieder Öl. 720 Tonnen. 1200, das ist ja Wahnsinn. Guck mal, ich möchte ja schön bauen. Ne? Ich möchte wirklich schön bauen. Das ist ja mal interessant. Ist das ein Kraftwerk oder was ist das? Ach, das muss auch gleich mit Energie. Wie geil ist das denn? Der macht, warte mal, das Ding macht... Oh, einfach ein AKW. Nee. Kein AKW. Hier, gucke mal. Es muss aber ein Kraftwerk sein, irgendwie. Weil der hat Kraftwerkausgänge. Oder? Nee, oder es ist Anschlüsse einfach nur. Wird die Anschlüsse sein. Baller, baller heute Morgen. So, der macht 204 Tonnen Kohle. Das ist ja nicht schlecht. Sieht auch nett aus. Aber es ist mir zu wenig. Der braucht Chemikalien. Das ist nicht gut. Ist zu klein. Moment, Planungsmodus. Nichts überstürzen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Gebt mir doch mal ein Momentchen. Oh, nett. Ja, nett mit Schiene ist aber nicht so mein Ding. Oh, ey, scheiß drauf, ganz ehrlich. Nehmen wir das hier, komm. Weil es so geil ist. Schienen brauche ich zwar nicht, aber ist egal. So, der macht das. Können wir dich auch drehen? Können wir die spiegeln? Ich spiegle mal. Dann haben wir nämlich den Ausgang nach da, aber ist auch, ne, ist auch nicht so optimal. Warte mal kurz, ich spiegle nochmal. Drehe das Ganze mal. Das geht. Dann haben wir nämlich die Straße in die Richtung. Nimm nur Gebäude ohne Ingenieure. Das bricht dir eh nur das Genick. Ja, stimmt. Wie war das gestern mit dem gerade reinkommen? Ja. Ich weiß. So, was brauchen der? Normale Arbeiter, ne? Das sind doch nur normale Arbeiter, wenn ich mich richtig erinnere. In dieser Staffel wird alles besser. Ich schwöre. Wird alles besser.
Ich ziehe den mal ein bisschen weiter weg hier. So, dann haben wir nämlich auf der anderen Seite die Straße, wo wir dann die Leute mit ranholen könnten. Ach. Muss ich doch wieder basteln. Ah, Lukas. Er haut schon wieder raus hier. Ah, ja, ich muss leider aufschütten. So, sonst passt das nicht. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wie weit wir denn hier schon aufgenommen haben. So, jetzt aber. Jetzt sieht die Sache gut aus. So will ich das haben, genau. Mit der Straße in die Richtung. Den Ausgang in die Richtung zur Not. Wenn nicht, bauen wir das um. Lager. Daneben das Kaffee. Ein Ebene. Machst einen Counter, ja? Geil. Mach einen Counter. Das wär's doch, ein Counter. Guten Morgen, Colonel Hogan. So. Ach, verdammt, das habe ich da schon gebaut. Na, egal. Egal. So, machen wir mal weg. So, also theoretisch haben wir Verarbeitungsanlage auch schon am Start. Das heißt, wir könnten jetzt unser Kraftwerk füttern. Was wir ja vorhaben. Zwischenlager nicht vergessen, ja. Aber der hat ein internes Lager von, glaube ich, 20.000. Also theoretisch reicht es. Theoretisch. warte mal kurz. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, wir wollten ja mal gucken wegen Strom, ne? Wegen Kraftwerk. Genau, da war ja was. So. Kraftwerk. Wie gesagt, ich habe überall ausgedünnt. Ich habe nicht mehr ganz so extrem viel drauf. Hier, Powerplant V2. 14.000 Megawatt. Ist nicht schlecht. Bitumen haben wir hier nicht. Kohlekraftwerk. 18.000 Megawatt. Jo! Jo! Alter! Da geht er dann ja ab, ey. Guck dir das mal an, ey. Was kostet das Ding? Alter Falter, ey. Aber geil. Auch nicht schlecht. Das macht immerhin auch 8.000. Noch ein Kohlekraftwerk. Dasselbe? Hä? Hier, Rohstoffspeicher 20.000 Kohle. Weil der braucht Ingenieure. Und das ist schon wieder so 80, 80, 60. Wo ist der Unterschied hier? Der hat... Okay, der braucht sogar Kühltürme. Ich sehe da keinen Unterschied. Sehr komisch. Ich habe trotzdem natürlich ein AKW hier am Start. So ist es nicht, ne? Das hätten wir schon. Lukas ist da. Der ist da. Ich denke mal, wir werden auf hier dieses V2 rübergehen. Das ist, denke mal, das ist nicht so verkehrt. Vom Maßstab, ne, ist in Ordnung, sage ich mal. Reicht auch am Anfang. Wir müssen ja nicht gleich übertreiben. Also eigentlich wollen wir ja nicht so übertreiben. Oder doch? Ach, Ed weiß es nicht. Wenn wir das natürlich hier hinbauen, ne, dann versorgen wir auf einen Schlag halt theoretisch alle Sachen hier. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir hier nämlich da dann das hinbauen, dann könnten wir wirklich hier, wenn wir jetzt wirklich schlau sind, wohlgemerkt, wenn wir schlau sind, bauen wir das wirklich hier mit ran, lassen die Arbeiter dann hier reinfahren über die Straße. Ed, du bist nicht schlau. Ah, dann auch 60, 24, da haben, das wäre besser. 40, normale Arbeiter, das ist nicht so verkehrt.
Das ist das Standard, ne? Das ist das Standard. Gaskraftwerk wäre auch nicht so verkehrt. Was ist das Große? Ich würde natürlich am liebsten das ganz Große bauen, ne? Aber wir haben ja das Problem, dass wir wirklich am Anfang ja auch noch knapsen müssen und wir auch noch schauen müssen wegen den Arbeitskräften. Es ist schon nicht verkehrt, wenn wir das V2 dann nehmen. Machen wir auch am Anfang. Wir nehmen erstmal das V2. Ja, ich merke schon, der Don eskaliert schon wieder. So, wenn wir dann da eine Straße durchbauen könnten, wäre das... Oder können wir dich mal... Ja, warte mal. Wirklich hier so ranbasteln. Dann können wir von da aus noch ein kleines Zwischenlager packen. Oder wir gehen einmal rum und bauen das da hinten dann dran. Das geht ja auch. Komm, so, machen wir so. Passt schon. Lassen wir das mal entstehen. Dann haben wir auch ein schönes Bild für den, für 430.000, ey. So geht die Kohle weg. Dann haben wir auch ein erstes, schönes Screenshot für die erste Folge. So, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Bitte doch um einen Applaus, bitte. Das ist doch eine richtig gute Anlage. Schön, und Ed, ein Paradox. Ein Paradoxon, ne? Tja, Colonel Hogan, es ist eine komplett neue Karte. Muss doch eine neue, komplett neue Karte anfangen. Wegen, das Spiel hat nicht mehr gestartet durch die Mods. Ich habe jetzt die ganzen Mods aussortiert. Musste eine neue Karte anfangen. Zeig sie dir gerne, ist kein Problem. Habe ich aber auch jetzt schon mehrmals erwähnt, Colonel Hogan. Das ist unsere neue Karte. So, komm. Come on hier. Wird gebaut, wenn das fertig ist. Oder warte mal, machen es mal anders. So. Alles gut. Ja, ich hab's gestern auch schon erwähnt und auf Social Media und so weiter. Nein, der reicht, glaube ich, noch nicht bis zum zweiten Bagger. Nein, reicht auch nicht. Da muss ich natürlich dann machen, das ist klar. Aber ist egal. Läuft erstmal. Stopp. So. Ja, das war die heutige erste Folge aus der Jubiläumsstaffel, aus der 10. Staffel. Ich bedanke mich so lange mal fürs Zusehen und wünsche viel Spaß noch mit den anderen Folgen. Und wir sehen uns bei der nächsten Staffel wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.